Hi, weiter geht's bei Limitless. Heute was Besonderes, denn wir machen weiter beim Mechanism. Deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Denn es gibt noch einiges zu tun. Ich habe zum einen etwas noch aufgebaut. Hier diese Uranium-Dinger noch. Also ich habe Botanipots gemacht mit Uranium-Seeds, weil Uranium wurde leer gelutscht. Das waren 25.000, die wir im System hatten und die wurden halt einfach rausgezogen. So, jetzt lassen wir das hier nochmal machen. Wir hätten das auch mit den Büschen machen können. Es gibt ja auch diese Uranium-Büsche, die haben wir auch eingesammelt. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Oder mit Bienen oder mit anderen Sachen, die halt auch noch geht. Ist auf jeden Fall dann immer wieder am Produzieren. Natürlich dauert das halt immer, bis da oben welche nachgewachsen sind und die machen dann weiterhin empty. Hier kann man das ganz gut sehen. Fissile Fuel. Wir haben jetzt 30 Millionen Millibucket, wie man oben in der Mitte erkennen kann. Da so. Da. Und ich habe den auch einige Zeit laufen lassen und ich habe innen drin auch ein paar mehr Rods gemacht, damit wir mehr ballern können. Also das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel auf 10 erhöhen. Und wenn wir den dann anmachen, haben wir wieder ein scheiß Geräusch. Aber dann kommt hier einiges raus an Nuclear Waste. Einmal hier und da hinten, wo wir quasi das Licht noch brauchen, was jetzt nicht da ist, ist dunkel. Ja, und ich mache den allerdings jetzt wieder aus. Und das wird hier nochmal in die Centrifuge gepackt. Das Ganze geht dann hier rein. Plutonium und Wasser mit Fluorid ergeben dann diese Pellets hier. Die brauchten wir halt auch. Das habe ich nochmal aufgebaut. Ist im Grunde derselbe Aufbau. Nur, dass hier noch so eine Centrifuge vor ist und nicht da hinten durch diese Solardinger geht. Und hier haben wir mittlerweile jetzt Polonium-Pellets. Und was auch noch gefehlt hatte, war Fluorid. Wir hatten echt Fluoridmangel. Da ist es wieder. Und ich habe auch überall Inzenium reingemacht. Wir hatten wieder ein paar übrig, aber ich hätte das eigentlich für eine Rüstung oder so nehmen sollen. Genau, und hier kommt Wasser her. Und mir wäre fast der Reaktor explodiert. Weil der Reaktor lief und ich mache hier noch weiter am Wasser rum, hin und her gebaut. Hier nochmal eine Leitung dran. Und dann gehe ich rüber und dann war der schon zu 30% damaged, schnell abgeschaltet, Wasser in Ordnung gebracht. Also ihr müsst echt gucken, dass die Wasserversorgung stimmt. Gerade wenn ihr so hohe Burn-Rates fahren, wie wir jetzt hier gerade. Wenn er den Server ausmacht, macht auf 0,1, dann passiert meistens nichts, sofern ihr zumindest genug Wasser drin habt. Und Heat muss abgeführt werden. Allerdings, ihr könnt natürlich mit dem Dampf, nicht Heat, mit dem Dampf könnt ihr quasi noch was anderes machen. Nämlich noch einen Reaktor. Bringt nur nicht viel, weil wir so viele Reaktoren mittlerweile oben haben, dass wir Reaktoren aus Mechanismen jetzt nicht mehr unbedingt brauchen. Aber aufbauen sollen wir den halt trotzdem, ist halt questrelevant. Und vor allen Dingen, warte, wo sind wir? Wir müssen ja noch diesen Helm machen zum Beispiel. Genau. Und dieses Mecha-Tool. Da brauchen wir noch so ein, warte, was ist das? Induction Cell. Eine Basic Induction Cell. Bau die mal schnell, das geht relativ fix. Dann haben wir das Mecha-Tool gebaut. Dann haben wir hier noch so ein paar andere Sachen, die wir bauen sollen. Hier diese Upgrade-Karten und ein Reinforced Glowstone müssen wir mittlerweile auch bauen können. Perfekt. So, dann haben wir den. Oh, Induction Cell. Ich würde sagen, die bauen wir nochmal eben schnell hier fertig, oder? Dann noch ein paar Alloy. Eine Geothermal-Unit. Achso, das schützt uns vor heißen Umgebungsdingern, also vor Feuer und so. Das können wir noch nicht machen. Dann haben wir das noch. Anti-Strahlung, dann den AO-Exporter. Das auch mit diesem, wie heißt es? Also auf einmal geht gerade nicht, Peter. Ganz schnell bauen, dann haben wir doch. Oh, da fehlt noch hier das Dashboard. Ja, da brauchen wir schon wieder so eine Kugel, ne? Jetzt habe ich drei gebaut. Jetzt geht's aber ab. Display und den Portable IO. Und hier so ein Anhalt müssen wir gleich noch machen. Fertig. Das müssen wir noch machen. Sehr, sehr cool. Das kann weg. So, wir haben ja gesagt, die Rüstung bringt uns nicht sonderlich viel, aber die sieht halt cool aus und deswegen ziehen wir die einfach an. Jetzt sehen wir aus wie so ein kleiner Transformer-Männchen. Dann haben wir das Ding noch, auch sehr cool. Das ist quasi unser Lagersystem und das ist echt krass, muss ich sagen. Das ist so krass, da passen einfach so viele Items rein. Ich glaube 16 Milliarden oder so auf der höchsten Stufe. Und man kann das Ganze auch mit diesen Ex- und Importern verbinden. Das ist super heftig. Vor allen Dingen ist das komplett wireless und es verbraucht gar keinen Strom. Also man kann das einfach bauen und hat so ein unendlich krasses, super heftiges Lagersystem. Das müssen wir mal speichern. Falls wir mal wieder irgendein Riesenprojekt haben, sowas wie Mega zum Beispiel, dann sollten wir das auf jeden Fall bauen. Das hatte ich bisher noch nicht auf dem Plan. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man halt solche Sachen hier macht. Gut. Schieß doch! Warum will er denn nicht schießen? Warte, wo ist unser Tisch? Da ist unser Tisch. Ah, haben wir eh noch nichts. Okay, packen wir hier rein. Zack. Ach, da sind die Dinger drin gewesen. Cool. Wie erwähnt, wir brauchen jetzt nicht sonderlich viel in die Rüstung packen, was sehr schade ist, weil wir einfach so eine mega krasse OP-Rüstung haben. Aber was wir jetzt noch machen wollen, ist noch Folgendes. Das ist alles abgehakt, ne? Den Solar Neutron Activator. Den müsste ich eigentlich nur meine Hand nehmen, oder? Mittlerweile haben wir alles vorbereitet. Nee. Den müssen wir echt einmal bauen. Auch nicht, jetzt haben wir noch einen. Okay, da fehlt wohl noch was. Ah ja, hier, gucken wir.
Ah, Fission Reactor Controller. Fission Reactor? Ja, den Fission Reactor haben wir noch nicht gebaut. Da müssen... Oh mein Gott, das ist ja super teuer. Da müssen wir noch mehr von dem Polonium-Zeug holen, ne? Reactor Controller. Das ist so super krasses Mega-Endgame, ne? Wenn man das hier bauen kann, ist, glaube ich, komplett vorbei. Den Fusionsreaktor ist das, glaube ich, nachher. Und da braucht man ja unglaublich viel. Gerade auch von diesem Waste-Gedöns-Zeug. Und guck mal, jetzt haben wir den Controller ready. Quest komplett sogar. Den bauen wir jetzt aber noch nicht auf. Jetzt können wir, glaube ich, den Solar Activator rausnehmen. Ja, jetzt haben wir es auf jeden Fall. So, ah ja, der war direkt hier drunter, Alter. Und wir sehen, der geht nach. Ja, das war's. Dann können wir das hier nur abhaken. Ah ja, hier, guck mal. Da können wir richtig viel abhaken, ne? Wir haken mal alles ab. Zack. Hier die Sachen. Genau, die Sachen können wir jetzt auch vielleicht bauen. Zumindest die Time Dilating OED Drive. Das ist dann die nächste Stufe. Das ist so heftig. Da, die blaue. Da passen schon 1 Million Items drauf. Und es fehlen uns Polonium-Pellets. Wir hatten gerade so viele. Der Reaktor muss weiterlaufen. Unglaublich. Wow, Netherquarz. Wollte ich schon immer mal haben. Das ist so viel. So, aber ich habe ja gesagt, wir können mit dem Gas beziehungsweise mit dem Steam noch was machen. Und da können wir nochmal Folgendes tun. Wir brauchen, beziehungsweise wir haben hier noch eine Quest. Hier die. Ah ne, das sind Dynamic Tanks. Der Dynamic Tank sind große Tanks und Mechanismen, Multiblock-Tanks, die man auch bauen könnte, wenn man möchte. Wir bräuchten 22 Dynamic Tank Blöcke und hier ist Turbine Casing. Da brauchen wir relativ viel. Dann Boiler Casings und Boiler Valve. Boiler brauchen wir, glaube ich, nicht, weil wir das aus dem Reaktor bekommen, das heiße Zeug. Ein Super Heating Element. Wie viel braucht man denn davon? Bestimmt mehr, ne? Er hat noch nicht... Ah ne, warte mal, wir brauchen ja mehrere Sachen von der einen Quest, glaube ich. Eins. Zwei Reaktorglas. Also davon eins. Zwei Reaktorglas. Ah, das Ding ist, davon bräuchte man, glaube ich, 22. Da ist es. Ach, guck mal, wurde sogar jetzt abgehakt. Nice. Dann haben wir noch den Electromagnetic Coil. Davon bräuchten wir 9. Tablet, da können wir, davon können wir halt alle herstellen. Oder davon können wir viele herstellen. Ich mach mal 100. Das passt schon, glaube ich. So, 9 davon. Check. Ein davon brauchen wir. Vor allen Dingen jetzt die 100, die wir gerade gebaut haben. Alles schon wieder crafted, ne? Ein davon. Check. Davon, wir machen das mal, ich glaube, 4 hoch. Das heißt, wir brauchen 8 Turbine Blades. Ich weiß für viele jetzt so, oh, was baut der denn da? Aber das ergibt sich gleich. Valve brauchen wir 2. Wir brauchen allerdings noch sehr viel Casings, ne? Oh, da ist es. 2 davon. Dynamic Tank. Ich weiß nicht, wie viele wir davon brauchen. Ich guck mal ganz kurz. Vielleicht zu wenig, oder? Achtung! Ja. Dynamic Tank. 22. Und davon brauchen wir noch 32 Boiler Casings, Reactor Glass und Pressure Disperser. Ah, warte mal, die müssen wir wahrscheinlich... Oh, nee. Wird davon nochmal ein mehr. Abgehakt. Dann davon 2. Wie wir keine Gitter mehr haben. Oh, hat aber gereicht. Hat das gereicht? Ah, da stand doch 2. Egal, mache 2. Ne, 2 Reactor Glass war das, ne? Glas. Wisst ihr noch, als wir 100 Glas nehmen? Was ist das denn für Glas, was da rein muss? Ah, ne. Enriched Iron. Enriched Iron, bitte. Vielleicht so 200. Reactor Glass können wir, glaube ich, auch für den anderen Reaktor gebrauchen. Deswegen machen wir davon mal ein paar mehr. Boiler Casings. Davon brauchen wir 22 oder so. Check. Turbine Vents. Davon brauchen wir 9. Cool. Warte. Das sind 8, 9, 10 müsste das jetzt sein. So, 10 Stück. Dynamic Tank. Können wir alles abgeben. 5 Stück wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super viele Belohnungen. Und dieses Bag of Spoils. So. Jetzt ist die Sache. Wir brauchen, habe ich ja gerade erklärt, wir brauchen eigentlich keinen Reaktor mehr. Aber ich fände cool, wenn wir den mal aufbauen wollen würden. Ich baue den mal hier auf. Dafür brauchen wir noch Kyan Concrete. Frag mich, wie groß der... Ich glaube, den Fusionsreaktor haben wir davon noch nie gebaut. Ne? Vielleicht machen wir das mal im Stream. Da könnt ihr mir helfen. Dann lerne ich das auch mal. So, jetzt folgendes. Turbine Casings. Gut, dass ich gerade alles gebaut habe und jetzt wieder aufmacht. 3. So, wir haben hier eben ein bisschen zu wenig Platz in dem Raum. Deswegen mache ich das Ganze nochmal 2 tiefer. Ist zwar ein bisschen blöd hier. Sieht zwar nicht so geil aus, aber wir haben den Raum ja halt relativ klein, weil hier drüber halt die Kabel sind. Und dann kommen wir nachher in den Kabelbereich rein. Und das möchte ich halt nicht. Und deswegen machen wir lieber jetzt hier einen nochmal tiefer. Und dann haben wir es auf jeden Fall. So, jetzt packen wir hier mal einen Stein rein. Und wir nehmen jetzt diese Reactor-Dinger.
erstmal den Reaktorboden, dann noch einen Boden oder eine Wand, besser gesagt. So, und jetzt können wir hergehen und vielleicht schon Ventile hinmachen, weil wir müssen ja zum einen Wasser rein und Energie raus zum Beispiel. Aber das machen wir dann gleich. Jetzt machen wir erstmal diesen Rotor hier rein. 1, 2, 3, 4. Sieht einfach aus wie ein scharfer Mechanismus. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück bis oben hin. Oben drauf kommt ein Rotary Complex. Da drumherum kommen dann die Pressurized Disperser. Ich glaube, zwei reichen hier, weil wir mussten ja auch gerade nur zwei bauen. Ich mache aber mal 8, weil das irgendwie cooler aussieht. Ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich 8 braucht oder ob 2 wirklich reichen, aber probiert das ganz gerne mal aus, falls ihr denn auch bauen solltet. So, das dazu. Dann können wir jetzt hier nochmal zumachen, da nochmal zumachen. Jetzt haben wir zumindest schon mal die Turbine drin. Jetzt fehlt natürlich noch Strom. Das heißt, die Electric Coils sorgen dafür, dass wir Strom produzieren. Da drauf kommen jetzt Saturating Condenser, das wären dann die Dinger. Und da drauf kommen dann die Ventile. Oh ja, zum Glück sind wir in den Boden gegangen. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben und hier drumherum jetzt noch die ganzen Casings bauen und dann noch das Glas da reinstopfen und zwei Ventile, weil wir müssen ja gucken, dass wir hier irgendwie noch diesen Steam da reinbekommen. Ich mach mal das Ganze hier hin. Ah, ich hätte ihn jetzt lieber irgendwie weiter oben gehabt, ne? Weil so sieht man echt wenig, obwohl man sieht nachher sowieso sehr wenig bei dem Ding. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben... Ja, er hat Ching gemacht. Habt ihr gesehen? Dann macht er Ching. Da ist er. Macht einfach nur so rot. Geil wäre natürlich, wenn es irgendwie noch ein Multiblock wie bei Extreme Reactors oder so wäre. So, wir haben jetzt die Turbine am Start. Die kann man auch relativ groß machen. Also ich habe mal gehört, die geht 17x17 oder so. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Kann man natürlich gerne mal testen, aber ist schon sehr, sehr krass. So, jetzt brauchen wir noch Pressurized Tubes. Da, und dann nehmen wir noch ein paar Cable. Dann nehmen wir zumindest das, was rauskommt. Pressurized Tubes sind hier. Gehen hier durch die... Oh mein Gott, der steht noch auf Haas, ne? Die ganze Decke wegrasiert. So. Und wir können machen, wenn der Reaktor voll ist und wir zu viel Steam produzieren, dass das Ganze dann hier reingeht. Und wenn wir den jetzt anmachen, ich mache den mal ganz gemütlich an, ne? Nicht wieder auf 10. Dann machen wir gerade Steam. Flowrate stimmt. Und wir machen schon Strom. Und es dreht sich. Oh, richtig gut. Ja, und dann kommt der Strom halt raus, ne? Steam Input, 995 Millibucket pro Tick. Dann haben wir hier den Steam. Ja, und der Rest funktioniert eigentlich, ne? Wir können mal erhöhen. Was ist denn, wenn wir das hier noch wegmachen? Kommt dann mehr rein? Ah ja, dann ist die Flowrate auch viel höher, ne? Dann geht's auch direkt in den Müll. Voll gut. So, wir haben halt 2,2 Kilo FE. Eigentlich nix. Wir erhöhen mal ganz kurz auf... nicht zu hoch. Vielleicht auf 3? Ja, moin. Okay, scheint aber zu gehen. Max Production 329 Kilo FE, Max Water Output. Das Wasser müssen wir eigentlich noch rausholen, oder? Genau, kann man das Wasser wieder rausziehen und wieder reinleiten. Aber so machen wir zumindest schon mal ein bisschen Strom, nämlich 68.000 FE. Und das ist schon ordentlich, muss man überlegen, wenn man eigentlich nur hier ein bisschen Dampf macht. Aber läuft stabil, ne? Richtig gut. Dumping Access, Dumping. Ja, sobald wir hier oben sind, kommt der Rest, wird der halt rausgedrückt und dann ist gut. Wasser können wir jetzt noch da runterführen, dann wird das so in so eine Art Kreislauf wieder verwendet. Aber das können wir dann später machen. Zumindest haben wir Mechanism den Bereich abgeschlossen. Jetzt wird es hier unten nochmal interessant. Da brauchen wir allerdings dieses Antimatter-Pellet noch. Und den Fusionsreaktor, ne? Aber das ist kein Quest-relevantes Ding, oder? Also wir müssen hier natürlich den Fusionsreaktor-Starter bauen. Und hier ist wahrscheinlich, ja doch, hier ist der Fusionsreaktor. Aber noch kein Aufbau davon. Steht wahrscheinlich wieder, ich muss bei YouTube gucken. Tschüss!